Jo Leute, was geht? Wir sind jetzt hier in unserer neuen Wohnung. Jetzt schallt es natürlich ein bisschen. Hier ist unser Eingang. Hier sind nochmal drei Eingänge. Wir zeigen es euch, das Wohnunghaus so gesehen. Was geht? Ja Mann, neue Wohnunghaus. Also hier kommen wir auf jeden Fall rein. Gleich unten, hier wird eine Garderobe hängen und so, aber wir filmen es jetzt erstmal im Lärmzustand. Ja, irgendwann kommt der an, wo es noch alles voll möbliert ist. Hier ist der Keller, schon was eine Lieferung gekommen. Sideboard im Keller. Keller. Gut Platz auf jeden Fall. Dann hier kann man auch was hinstellen, Staubsauger trinken, keine Ahnung. Wisst ihr noch nicht ganz, könnt ihr mal in den Kommentaren schreiben, was ihr hier unter der Treppe hinmachen würdet. So, dann gehen wir hoch. Also das ist die erste Etage. Und dann kann man hier schon anfangen. Hier ist die zweite Etage. Man geht jetzt hier nach links. Dann ist hier ein Gäste-WC. So sieht es aus. Gäste-WC haben wir schön. Ist auch nicht zu hoch. Genüsslich kacken. Dann kommt ein Zockerzimmer. Das ist das ein kleineres Zimmer. Das wird von meinem Bro das Zockerzimmer. Genau, das Zimmer ist jetzt ein bisschen kleiner, hier auf dem Video sieht es auch extrem klein aus. Aber geht eigentlich. Geht eigentlich. Genau, und hier kommt direkt mein Zockertisch rein, hier meine Monitore dann überall. Hier überall kommen noch Schalldämmungsmatten hin, werdet ihr dann alles sehen. Wir machen noch eine zweite Roomtour, wenn alles möbliert ist. Und hier nochmal die Länge. Hier. Also für ein Zockerzimmer auf jeden Fall geil. Zockerzimmer, mega. Okay, gehen wir weiter. So, hier ist das Wohnzimmer. Beziehungsweise das ist erst der Essbereich hier. Ja, das ist der Essbereich hier. So der Essbereich. Richtig groß. Hier machen wir dann auch ein richtig großes Regal so hin. Hier ist so ein Sideboard oder wie das heißt. Dann hier ist das Wohnzimmer. So, das ist über die ganze Tasche. Richtig groß. Also hier, da vorne ist Essbereich. Hier bin ich gerade reingekommen. Da ist der Essbereich. Hier ist das Wohnzimmer, wo ich stehe. Hier bin ich da reingefahren, so, also der ganze Bereich. Und hier geht es zur Terrasse raus, ihr seht es ja schon. Oder Balkonterrasse, keine Ahnung. Balkonterrasse, genau. Hier ist die Terrasse, hier wollen wir auf jeden Fall eine Sitzlounge machen. Holzböden. So Holz, ihr wisst so, Plastikböden, Holzplastik, so genau, so zum Dranstecken, so dunkelgrau oder so. Hier geht es da irgendwie raus, keine Ahnung wohin, aber das wird alles zugemacht. Wir wollen eigentlich hier überall so Bambus-Dinger für Sichtschutz. Ihr seht ja, die Häuser hier können da dann reingucken zu uns. Wir wollen hier so Sichtschutz machen, aber wir wissen nicht, wie wir da einen Sichtschutz dran bekommen. Gebt uns einfach Vorschläge, schreibt in den Kommentaren, was ihr machen würdet und so. Wie sollen wir hier einen Sichtschutz machen? Und reinschrauben geht nicht wegen Steinboden. Wenn man hier rausguckt natürlich, hier, das ist unser Vorhof. So, das ist unser Stellplatz, da wo die Tonne ist. Und da das Haus, was ihr seht. Das ist die Garage. Ist die Garage. Gute Umgebung auf jeden Fall. Hat man seine Ruhe. Hier kommen wir jetzt zur Küche. Die Küche ist eigentlich auch so eins des Highlights-Ding. Aber die Küche auch richtig geil. Übelst groß. Ihr seht selber, wie viele Schubfächer. Und das habe ich zum ersten Mal gesehen. Komm mal mit, Tom. Was auch so, geil ist. So, was auch geil ist. So, und dann kann man hier für die Töpfe einfach rausschieben. So rausschieben. Und unten auch noch sowas. Habe ich jetzt noch nie gesehen. Richtig geil. Total. Und hier Kühlschrank, alles dabei. Spülmaschine ist dort. Es gibt noch eine Etage. Ja Mann, es gibt noch eine Etage. Ja, drei haben wir gesagt. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall, jetzt kommen wir in die dritte Etage. So, nehmen wir jetzt nach links in das Bad. Okay, hier ist das Bad. Dusche. Dusche hier. Die kaufen wir natürlich noch Regal, dies, das. Wie gesagt, alles. Ja. Alles noch im Lernbereich. Ja, ansonsten hier auch. Klo aus. Ja, so, Waschmaschine und so kann man auch hier anschließen, muss man nicht irgendwie runterlaufen. Gehen wir weiter. Ich finde es halt auch richtig geil so. Irgendwie, eigentlich mag ich das nicht so, wenn es hoch ist, aber hier passt es voll. Also hier hat man, kommt es dann auch irgendwie größer vor, wenn es so übelst hoch ist. Aber wie gesagt, es steht der Wohnung auch und es sieht auch richtig geil aus, finde ich. Wir müssen uns auf jeden Fall überall überlegen, was wir hier hinmachen, dass es ja geil aussieht. Okay, dann gehen wir jetzt mal in das Zimmer, wo unser älterer Bruder ist. Ja, hier ist auf jeden Fall das Zimmer von meinem älteren Bruder, größerem Bruder. 16, 17 Quadratmeter hat das Zimmer. Hat jedes Zimmer ungefähr? Ja, meins ist glaube ich ein bisschen größer, aber natürlich auch gleichzeitig zocken und so, aber das seht ihr gleich.
Man kann mal alles schön verstauen. Okay, dann gehen wir ins nächste Zimmer. Das wird jetzt das Zimmer von Don und seiner Freundin sein. Also das ist genau das gleiche. Hier geht leider kein Licht. Das ist genau das gleiche wie das da drüben, nur spiegelverkehrt. Genau, nur spiegelverkehrt. Hier auch das Fenster, ihr habt es ja gerade gesehen. Ja, jetzt nichts Besonderes zu erzählen. Gutes, großes Zimmer. Und jetzt kommt mein Zimmer. Ein Ticken größer, hier geht leider auch kein Licht. Und Scheiße. Genau, das ist mein Zimmer. Hier mein Bett, oder keine Ahnung, ich weiß echt noch nicht, wie ich es einrichte, weil ich will eigentlich nicht, dass man im Livestream mein Bett sieht. Ja, Mann. Genau, und hier ist so eine Einbuchtung, wie ihr seht. Und da wird auf jeden Fall sein Zockertisch sein und so, auch alles mit Schalldämmungsmatten. Also das ist, die Einbuchtung ist so um die 2,10 Meter. 2,10 Meter ist sie, glaube ich, breit, so ungefähr. Also vielleicht könnt ihr da ein bisschen abschätzen. Ja, ansonsten war es eigentlich in der Wohnung. Schreibt auf jeden Fall in die Kommentare, wie ihr die Wohnung, Haus, Reihenhaus, Etagenwohnung, wie auch immer findet. Und lasst ein Like da, wenn das Video euch gefallen hat. Wie gesagt, in ferner Zukunft kommt auf jeden Fall ein Video mit alles möbliert. Und ja, man sieht sich dann im nächsten Video oder im nächsten Livestream. Peace. Oh, ich habe nicht aufgenommen, Alter. Als Maul. Spaß.